Willkommen zurück in den Königreichen von Echo. Ja, wir stehen hier auf unserer Mauer, aber in dieser Folge machen wir etwas anderes als Mauerbau. Ich habe gerade Lust drauf und ich glaube, das kriege ich diesmal auch ganz gut hin. Dafür brauchen wir diesen LKW, weil hier Holz drauf ist. Dafür brauchen wir nämlich ein bisschen Lumber. Wir fahren jetzt zur Kirche. Nicht, weil wir gläubig sind oder weil wir das Bedürfnis haben, eine Absolution erteilt zu bekommen, sondern weil wir dort etwas bauen möchten. Was mir eigentlich schon seit, wann haben wir die Kirche gebaut? Jedenfalls seitdem, seit dem Mod-Debakel damals, liegt mir das auf dem Herzen, dass ich da was bauen wollte. Und das habe ich bisher noch nicht realisiert, weil ich noch nicht wusste, wie und wo und warum. Und es hätte halt vorher schöner ausgesehen, aber gut, was willst du machen? Ist halt so. Aber trotzdem bauen wir jetzt was Schönes hin. Moment, haben wir denn auch ein Schild dabei? Ich guck mal, hier ist bestimmt ein Schild drauf, nämlich gar keins. Gut, wir müssen mal kurz zurück. So, okay. Gut. Ich hoffe nicht, dass das gerade ein Hirsch war. Oh, okay. Alles klar. Ich sollte vielleicht mal... Soll ich mal gucken? Ja. Ach, man sollte vielleicht gucken, wo man hinfährt. So. Boah. Ist irgendwie seltsam, hier rückwärts zu fahren, aber gut. Egal. So, wir sind auch gleich schon da. Das ist schön. Hier vielleicht so ein bisschen, noch ein bisschen weiter. So, ja, vielleicht. Ja, gut, komm, hier können wir stehen bleiben. So, ich glaube, wir haben hier noch irgendwo ein Schild. Ich weiß nicht genau. Eins haben wir. Genau, das ist ein Small Standing... Small? Small, genau. Small Standing... Nee, wir brauchen aber ein hängendes. Ich möchte ein hängendes haben. Kein stehendes. Das ist ein normales. Gut, dann bauen wir nochmal schnell eins. Hanging. Large, nein, Small. Wahrscheinlich unter S. Hanging, da haben wir es. Zwei Bretter. Wir haben noch Bretter. Junge, 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 Junge. So, also zwei Bretter. So. So, Brett. Du erhältst zwei Bretts. Na gut. Dauert jetzt noch fast 2 Minuten. Möchte ich jetzt so lange warten? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, aber es wäre wohl das Beste. Wo habe ich eigentlich das ganze Holz her? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Oh ja, stimmt. Da war ja was. Da müssen wir auch nochmal was machen. Und zwar müssen wir da noch Kohle auffüllen. Wo da das, habe ich glaube ich schon mal erklärt. Ich habe da ja ein paar Verbrennungsgeneratoren stehen. Und da, die müssen noch ein bisschen aufgefüllt werden. Wenn tatsächlich alle Laser dann am Ende auch funktionieren sollen. Immer noch eine ganze Minute. Was machen wir so lange? Ein bisschen hin und her laufen. Vielleicht. Wir gucken einfach mal so ein bisschen. Vielleicht haben wir hier noch was Schönes, was wir noch gebrauchen können. Aber ich glaube eher nicht so. Ein Store haben wir noch nie gebaut, aber ermöglicht Kauf und Verkauf von Waren. Ja, nee. Außerdem muss das innerhalb eines Raums stehen. Das ist, glaube ich, nicht sinnvoll für das, was ich gerade vorhabe. Ja. Vielleicht sollte man dafür ein paar Tiere fangen. Das wäre auch ganz schön. Ja, was hat der Mann vor? Tiere fangen. Tiere. Haben wir noch Pfeile? 33 Pfeile haben wir noch. Aber hier gerade keine Tiere in der Nähe, ist auch nicht so toll. Also sonst ist hier alles kontaminiert mit Schildkröten, aber wenn du mal eine brauchst, ist keine da. Gut, wir schauen mal hier in Fairhaven mal rum. Ach ja, war schon eine gute Idee, den Turm dahin zu setzen und den hier dann abzureißen. Also irgendwann. Der kommt wieder weg. Der kommt weg. Okay, wo sind meine ganzen Viecher? Hier ist nicht ein Tier. War ich dann wieder jagen? Ich hoffe nicht. Hier ist nicht ein Vieh. Wo sind die Biester hin? Ein Kanickel. Ein Dr. Kanickel. So, schön stillhalten. Schön. Zack. Jupp, erlegt. Alles klar. Ich sehe dich, mein Freund. So, ein Kanickel. Ist immer noch schön hier.
Ich weiß hier, wir müssten auch noch die Lichtschächte auch noch bauen. Ich weiß nicht, ob wir es noch schaffen. Ich glaube aber schon. Warum nicht? Ich meine, mit einem neuen Texturenpack können wir dann natürlich auch hier bestimmt noch weitermachen, wenn die Map dann noch kompatibel ist. Aber das weiß ich nicht. Was ist das? Ach so, ein Vogel. Ein Zögelein. Ein sehr großes Zögelein. Jetzt wieder klein. Okay. Noch ein Karnickel. Nein, wir brauchen nur eins. Aber keine Schildkröte. Wo sind die Schildkröten, wenn man sie braucht? Kröten, wo sind die Schildkröten? Ach, hier so ein Gubbel. Da haben wir einen Gubbel, den wollen wir auch nochmal fangen. Gubbel. Und eine Fuchsie. Zack, alles da. Zack, und den, ich glaube, es reicht. Komm, drei Tiere reichen. Wir wollen ja auch nicht zu viel. So, mittlerweile müsste das Ding auch fertig sein. Hier ist auch noch so viel Lamba drauf. Nee, das ist nicht der. Ich wollte gerade fragen, ist das der, mit dem wir angekommen sind? Aber nee, den haben wir ja zwischen Zimmerei und Steinmetz stehen lassen. Wie habe ich den jetzt eigentlich genannt, den Steinmetz? Da habe ich ja hier von Zwangsarbeiter, habe ich ja umbenannt schon längst. Ach, Pfadfinderlager, genau, Pfadfinderlager war das. Ja gut, die sind momentan ein bisschen, die sind im Urlaub. Die machen gerade nichts. Aber schon bald fängt es wieder an. Gucken. Wo haben wir jetzt hier, hier. Small Hanging Lumber sein, genau. Lassen wir das Lumber mal sein. So, und dann jetzt aber ganz schnell zur Kirche, damit wir auch noch ein bisschen was schaffen. Ich möchte, dass diese Folge tatsächlich schon fertig haben. Es wird nämlich auch nicht so groß werden. Aber das liegt mir am Herzen. Ja komm, die Brücke hier brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Obwohl, naja, vielleicht doch. Ja, hier sollten wir vielleicht auch mal eine Straße hochbauen. Oh nee, diese Bad Pills, die wachsen wieder überall. Oh, ist das widerlich. Und verdrängen meine leckeren Champignons. Mano. Hier, oh, hallo Hirsch. Hier treiben sich die Biester rum. Hallo Wolf. Was ist das? Ach, Thorsten, ja gut, gut, ich glaube, der baut hier nicht mehr. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, er baut hier nichts mehr. Hallo Bison. Hallo Bruder von Bison. Ja. Das ist eine Baumkrone. Alles klar. So. Junge, ist das hier verwinkelt. Was? Wo kommt denn dieser Stein her? Ich habe keine Ahnung, wo der herkommt, aber ich schmeiß ihn trotzdem mal drauf. So, wo wollen wir das Ding jetzt hier hinbauen? Hier würde sich eigentlich schon ganz gut eignen, aber ich brauche dafür eigentlich eine Dreierbreite, ja, vielleicht auch Vierer. Hier könnte man es auch machen. Ist hier irgendwas? Steht hier irgendwas dran? Ach, oh je. Da habe ich auch noch so viel Flachstahl auch noch. Oh, oder Wellblech oder was auch immer das sein mag. Ich glaube, Wellblech ist es. Gut. Hier vielleicht so, hier in dieser Höhe. Eigentlich ist das ja mehr so im Kundenbereich, ne? Ist das so richtig? Ich guck mal. Ja, hier könnte man so machen. Ja, hier mal. Komm, hier machen wir das. Hier fangen wir das so an. Zack, zack. 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 Plümpf. Und ich hoffe, dass sich das auch miteinander verbindet. Ich weiß es nämlich nicht. Muss auch raus. So. Jetzt haben wir hier auch noch Glas drauf liegen. Also weißt du, Glas. Ich weiß nicht. So, jetzt wollen wir hier nochmal so einen halben nochmal zwischensetzen. Oder zwei. Ja, das müsste passen. Und jetzt holen wir hier nochmal ein bisschen Lumber raus. Lumba. So. Und zwar möchte ich das... Ist das so richtig? Ich glaube nicht. Ah, es verbindet sich. Das ist sehr schön. Da freue ich mich. Bison. Okay. So. Das reicht eigentlich schon als Außenfenster, ne? Eigentlich ja, aber ich möchte, glaube ich, hier
Vielleicht so? Geht auch noch. Das könnte gehen. Ich meine, sonst müssten wir es so machen. Das wäre ein bisschen knapp. Oder? Na, geht eigentlich. Eigentlich ist das okay. Ja, wir gucken. Wir probieren erstmal aus. Erstmal schauen. Ja, doch. Kann man so. Das kann man so. Das kann man so machen. Hier ist dann so das Bestellfenster. Und, ja, was macht der Mann da? Warum Bestellfenster in der Kirche? Ja, das werde ich euch dann noch früh genug noch mitteilen. Ist, glaube ich, gerade nicht so aktuell, weil momentan sind da die Bogen etwas glatter. Aber eigentlich ist das Thema immer aktuell bei denen. Und ich kann nicht so gut mit der Kirche. Sorry, tut mir leid. So, so, so. Ja, und jetzt haben wir ein Problem. Wohl geht. Geht? Geht das? Geht das so? Ist das okay oder eher nicht so? Ich weiß gerade nicht. Sieht das aus oder sieht das eher nicht aus? Das sieht doch immer noch nicht aus, oder? Nein, das sieht so nicht aus. Das kann ich so nicht lassen. Nein, das geht so nicht. Jetzt muss ich mir was anderes überlegen für den Bereich. Moment. Den ab und den auch ab. Schmeißen wir hier einfach rein. So. Steine. Brauchen wir gerade nicht Steine. Aber. Nein. Ach, Mann. Falsch. Hallo? Hallo, Bison? Sag mal. Dafür kriegst du mal einen Pfeil in den Arsch. Zack. Mistvieh. Schieb dir meinen LKW hier weg. Wie soll ich denn hier hochkommen? Sowas, Sauerei. So, den weg. Den. Den und den. Und den auch. Na, ich weiß nicht. Ja, Gott. Ja, doch, der muss auch weg. So, ist das so richtig? Das ist so richtig. Das ist gut. So, jetzt kommen hier diese Dinger rein. Und das, ja, sieht ja echt wieder fantastisch aus. Ja, nee, das, so kann ich das nicht machen. Weißt du, wenn es mal irgendwie aussehen soll. Ja, nee, das ist so nicht gut. Das ist so nicht korrekt. Das auch nicht. Ja, gut, dann kann ich wahrscheinlich diese... Kann ich das wieder vergessen. Es sei denn, ich mache das so, aber dann sieht das auch wieder so schäbig aus. Ich weiß nicht. Ja, mal gucken. Wir gucken uns das Ganze mal von der Seite an. Naja, geht ja eigentlich. Eigentlich geht das. Naja. Mit dem Fenster hier, das passt mir jetzt aber gar nicht. Und das gefällt mir halt nicht, dass hier jetzt so ein ganzer Block rausguckt. Das gefällt mir nicht so gut. Ja, nee. Nochmal in den El-Quatsch rein. Aber das kriegen wir diese Folge noch fertig. So. So, ich bin gerade ein wenig nervös. Ich hoffe, man hört meinen Stuhl gerade nicht klappern. Weil ich gerade hier ein bisschen nervös drauf rumzapple. So. Zack, zack. Zack. Den und den vielleicht. Ich weiß nicht, was das jetzt bringen soll, aber ja, ich versuche einfach nur, ne? Ich versuche erstmal nur so einigermaßen klarzukommen mit dem, was wir haben. Deswegen schauen wir mal. Ist das jetzt so? Ja, ja, so ist das doch schon gar nicht mal so gut. Warum ist das so? Mann, das ist doch nicht schön. Nee. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Oder sollte ich vielleicht dann doch einen weiter vielleicht rauskommen? Wäre vielleicht auch nicht das Dümmste. Dann könnten wir vielleicht das hier auch so lassen, wie es war. Sauber. So. Habe ich mal kurz gemeckert. Alles gut. Da! So. Gut, gut, gut. Alles da. So, jetzt haben wir wieder diese halben Blöcke hier. Immer diese halben Sachen. So, einmal und den und den und den und den und den und den. So, okay, jetzt ziehen wir den. Jetzt hänge ich hier schon wieder fest. Gut. Der muss erstmal raus. Das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Das kriegen wir alles schön hin. Glaube ich. Also, ich bin guter Dinge.
Das war jetzt schon wieder falsch, oder? Oder war es falsch oder war es richtig? Ich weiß es gerade nicht. Es war richtig. Es war richtig. Ein Traum. Ein Traum geht in Erfüllung. So. Ja. Hier noch. Und da und da und den. Hier noch den und hier noch den. Und dann ist das auch schon zu. Das ist gut. Und jetzt noch wieder diese Dachziegel. Das sieht echt seltsam aus. Na gut. Ja, das ist natürlich ein bisschen scheppig, dass ich das untereinander nicht verbinden möchte. Das ist nicht schön, aber gut, was willst du machen? Vielleicht sollte ich hier mal so einen drumrum bauen. Das sieht aber auch nicht so toll aus. Nee, ach komm, den lassen wir. Den lassen wir weg. Dann sieht es halt hier jetzt nicht so schön aus, aber gut. Egal. Das ist, glaube ich, auch gerade zu verkraften. Weil wir könnten natürlich auch einfach den hier vielleicht nochmal weghauen. Wäre schön gewesen, wenn er nicht gerade noch kurzfristig eben umgeplant hätte. Ja, nee, da kann man jetzt durchgucken. Das ist ja nicht so toll. Das finde ich ein bisschen ungeil. Da musste ich erstmal husten. Das muss ich rausschneiden. Das habe ich nicht mehr geschafft. Ich hoffe, ich denke dran. Vielleicht kann man es so vielleicht machen. Ich probiere nochmal was. Vielleicht nochmal zwei Lamba. Sieht dann vielleicht von innen nicht schön aus. Aber das interessiert mich gerade, glaube ich, gar nicht. Glaube ich. Und wer hätte das gedacht, dass mich irgendwas mal hier nicht interessiert, dass irgendwas schön aussieht. Oder dass irgendwas schäbig aussieht. So ist das auch nicht so geil. Ich glaube, dann lasse ich lieber die Dinge aus Stein hier drin. So. Gut. Okay, Versuch war es wert, aber gut. Egal. So, den und nochmal zwei Steine bitte. So kann das wieder nach unten. So, Steine, Steine, Steine. Geile Teile, diese Steine. So. Das wackelt immer hier so unkontrolliert und unkoordiniert. Das ist okay, das können wir so lassen. Das ist durchaus in Ordnung. So. So, da braucht man kein Fenster, das ist eine offene Box. Das Schild, das bringen wir zuletzt an. Dann wisst ihr auch, was das für ein Ding dann ist. Also so quasi ein Verkaufsfenster, ne? Soll ein Verkaufsfenster darstellen. So, Moment, jetzt haben wir hier den und den. Und was machen wir hier? Lassen wir das so? Nee, das können wir so nicht lassen. Das ist nicht in Ordnung. So, Erde wegbringen. Ganz schnell Erde wegbringen. Was machen wir da für einen Bodenbelag? Stein oder eher so, Holz? Stein. Wir nehmen Stein. Wir nehmen Stein. Oder doch Holz? Na, ich weiß nicht. Können wir gleich nochmal gucken. Hammer. Diese haben wir hier. Ach komm, wir nehmen Stein. Stein ist okay. So, das passt. Für den Rest nehmen wir Holz. Das kriegen wir hin in dieser Folge. Haha, ich weiß das. Ich hoffe, ihr auch. Gut. Dieses Mauskabel ist gerade ein bisschen verwurschtelt. Aber gut, da müssen wir jetzt alle durch. So, dann schauen wir mal. Wollte ich eigentlich so eine Art Tisch haben, aber ich glaube, es ist so nicht realisierbar. Vielleicht ist das ja... Es kann natürlich auch eine hohe Verkaufsbox sein, ne? Kann man natürlich auch machen. So. Da hätte ich fast den falschen geschwungen. Machen wir hier oben das Verkaufsfenster vielleicht. Ne? Vielleicht. Dann müsste das Ganze aber noch ein bisschen höher. Das schaffen wir in dieser Folge vielleicht noch. Wir gucken. Nein, Moment. Erstmal... Damit wir hier nicht nochmal reinkommen müssen, bauen wir hier die Box erstmal hin. Die Truhe. So. Truhe. Truhe. So. Ist sie richtig rum? Ich sehe es gerade nicht. Ja, die ist richtig rum. Alles klar. Und da packen wir hier einmal so einen Hasen rein.
und dann so ein Truthahn rein. So ein Truthahn, oder? Es ist ein Truthahn. Und ein Fuchs. So. Ja, vielleicht ein bisschen unschön, aber gut. Es sind Sparmaßnahmen bei der Kirche. Was willst du machen? So. Wieder zurück. Jetzt müssen wir das Ganze noch um einen noch höher bauen. Ist ja auch nicht so schlimm. So. Der kommt weg. Mhm. So. Jetzt kommen. Ja, die Folge kriegt ein bisschen Überlänge. Aber gut, was willst du machen? Egal. Das ist ja nicht so schlimm. So, 4 und 5. Und der kommt auch weg. Der auch. Der auch. Der auch. Und der auch. Und dann müssen hier diese Dinger müssen dann hier oben dran. So. Nein! Auf den letzten Drücker, Mann. So, genau. Jawohl, so will ich das haben. Jetzt haben wir nochmal 5 übrig. Achso, okay. Weil hier habe ich die noch vergessen, diese halben. So. So, wieder Holz raus. Das Holz, das Holz. Was soll's mit dem Holz? Jetzt müssen wir den einen hier noch dran setzen. So. So, und dann ist die Verkaufsbox auch gleich schon wieder fertig. Und jetzt wird es langsam ein bisschen zu hoch, um hier noch irgendwas dran zu bauen. Das ist nicht so schön. Aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. So und so und fertig ist die Box. Das ist schön. So. So, jetzt kommt das Schild dran. Jetzt kommt das Schild dran. So. Ist das richtig so oder ist das... Ja, das war richtig rum. Oder hier so oder hier so. Hier so. Dann kann auch jeder lesen, was hier gibt. Ne, Moment. Das wären ja eigentlich nur Preisschilder. Ja, toll. Wäre eigentlich nur Preisschilder. Das wollen wir nicht. Von daher kommt das hier oben dran. Ach so, ist jetzt wieder auf Hälfte. Das ist ja auch wieder nicht so schön. Dann kommt es da dran. Auch nicht so gut. Ja, ist der Nachteil an diesen halben Blöcken. Da bleibt einfach nichts vernünftig dran kleben. Ja gut, dann können wir es auch da oben mittig auch dran pappen. Dann ist es so. Gut. Da kommt jetzt hier dran. P2Go. Okay, was haben wir jetzt drin? Ein junger Hase. Richtiger Hase. So. Ein Flatterhase. Und ein roter Waldhase. So. Stunde. Ne, Moment. So. 35. Zack. Pro Stunde. So, alles klar. Dann haben wir das. Ist das gemein? Ich glaube ja. Gut. Ja, komm, das kann man eigentlich so. Obwohl Flatterhase wird in dem Fall ja zusammengeschrieben. Gut, gut, gut. So, Flatter, Flatter, Flatterhase. Ja gut, dann habe ich jetzt meine kirchliche Pedobox hier mal fertiggestellt. Das ist die Pedobox, ne? Also Pet-to-Go-Box. So eine Hommage sein an die Aktivitäten der Kirche, die nicht immer so christlich ist. So. Das liegt mir schon seit über 100 Folgen auf der Zunge, glaube ich, und auf der Seele. Und jetzt habe ich es endlich fertiggestellt. Das ist schön. Und ja, ich weiß noch nicht, ob ich die Folge wirklich veröffentlichen soll, aber ich glaube, ich mache das einfach mal. So, jetzt düsen wir erstmal zurück
zur Baustelle, aber auch wie ich gerade sehe, die Folge hat tatsächlich Überlänge. Das heißt, wir kommen jetzt auch zum Ende und ja, ich würde sagen, bis zur nächsten Folge Echo, dann machen wir ein bisschen am Mauerbau weiter. Das war mal eine schöne Abwechslung zwischendurch. Das tat mir gut und euch sicher auch. Ich fand's schön. Also, bis zur nächsten Folge. Tschüss.